Wie sind jetzt so erstmal die gastrointestinalen Symptome beim Crohn? Beim Crohn können die Durchfälle sehr unterschiedlich sein. Ich würde sie mal als uncharakteristisch bezeichnen. Je nachdem, wo auch der Befall ist, können die mal breiig sein, die können mal flüssig sein, die können auch mal blutig sein, aber es ist nicht typisch. Ja, typisch ist das bei der Colitis, aber sie können natürlich eben auch blutig sein. Leute haben häufig gerade auch sehr krampfartige Bauchschmerzen, die Moment, da haben sich zwei, hat sich was verschoben, die im rechten Unterbauch ist. Bitte, da habe ich mich verschrieben. Entschuldigung, habe ich heute Nachmittag gemacht. Im rechten Unterbauch zu finden sind, gerade eben auch so im terminalen Ilium, kann aber auch links sein bei der Stuhlentleerung, dass dann Tenesmen eben auch entstehen. Die vorhin schon angesprochene Übelkeit, die dann eben auch kommt. Und was viele Leute haben, und darüber wird ganz wenig geredet, und das beeinflusst wahnsinnig die Lebensqualität, ist eben auch eine Stuhlinkontinenz. Es gibt gewisse Diagnosekriterien, die sogenannten Montreal-Kriterien, da wird das auch noch so etwas zum Beispiel eingeteilt. Es gibt viele Leute, bei denen schmiert es zum Beispiel immer wieder. Es gibt Leute, bei denen kurze Vorwarnung und auf einmal geht das innerhalb von Sekunden los oder nach Minuten los. Und das ist für die Leute natürlich sehr belastend. Und wir müssen immer bedenken, viele Leute erkranken da in jungen Jahren da. Das heißt jetzt nicht, dass irgendwie jemand, der schon ein paar Jährchen mehr hat oder sowas, dass es bei dem egal ist, aber gerade so ein junger Mensch, ne, sehr attraktiv vielleicht für das andere oder vielleicht auch für das gleiche Geschlecht irgendwie sein möchte oder sowas, den hemmt das ja auch, ne? Wenn er zum Beispiel Angst hat, sich in die Hose zu machen. Oder ne, eine Patientin hat mir auch erzählt, jetzt hat sie einen Freund und bei ihr schmiert das eben immer wieder. Dann hat sie natürlich Angst, dass dann nachher was im Höschen drin ist. Das muss man auch mal so als Therapeut bedenken, wie sehr das die Leute wirklich im Alltag belastet. Und es gibt Leute, die haben dann Apps, wo ist die nächste Toilette? Weil bei manchen Leuten ist das wirklich so ein paar Sekunden Vorwarnung und auf einmal musst du eben aufs Klo. Ne? Doch inzwischen gibt es viele Studien zum Leaky Gut. Das wird nur meistens ein bisschen anders genannt. Nö, das wird nicht von, also von den Forschungsstellen wird es nicht geleugnet oder so. Ne? Da gibt es viele Untersuchungen inzwischen. Aber das ist zum Beispiel ein Symptom, was häufig gar nicht dasteht. Und da sollte man die Leute auch mal danach fragen, weil sie das nicht gerne erzählen, weil das eben auch häufig mit Scham eben belastet ist. Ne? Gerade bei einer 20-jährigen jungen Frau oder der 20-jährige junge Mann mag das auch nicht gerne erzählen. Morbus Crohn, Leute nehmen häufig sehr an Gewicht ab. Das bei Colitis ist in der Regel nicht so der Fall oder nicht so stark der Fall. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir eben so einen starken Befall im Dünndarm haben. Wir müssen überlegen, im Dünndarm, da nehmen wir unsere Nährstoffe auf, das, was uns nährt. Und deshalb könnte eigentlich auch davon ausgehen, dass die Morbus Crohn-Leute, wenn das nicht schon behandelt ist, diverse, teilweise sehr, sehr massive Mangelerscheinungen haben, wodurch natürlich eine Vielzahl von Symptomen und später eben auch Folgen dann eben auch entstehen können. Ein großes Problem sind die Fisteln, die 40% der Leute haben, aber auch Abszesse und immer wieder Stenosierung im Darm, was dann natürlich irgendwann dazu führen kann, dass wirklich operiert werden muss. Und wenn es blöd läuft, dass sie ein Stoma brauchen, dass sie also einen künstlichen Darmausgang brauchen. Es ist allein so, dass 80% der Morbus Crohn-Leute wirklich Operationen hinter sich haben. Und wie gesagt, nicht vergessen, gerade außerhalb des Schubes sind Obstipationen nicht selten. Bei Kindern sind das häufig wesentlich unspezifischere Symptome. Und da wird es wesentlich seltener erkrankt. Mal kurz zu diesen Fisteln. Was ist eine Fistel? Fistel ist eine röhrenartige Verbindung, ein Verbindungsgang zu irgendeiner Oberfläche. Das kann zwischen einzelnen Darmstängeln sein, das kann am Anus sein, das kann zur Vagina auch mal sein. Und wie gesagt, 40-50% der Crohn-Leute sind da betroffen. Und einige Leute, die erwischt es wirklich ganz, ganz schwer. Eine Patientin, die kam an und da habe ich sie nach Fisteln gefragt, hat sie gesagt, sie hätte 40 Operationen bereits hinter sich. Ne? Das muss nicht mal alles mit Riesen-OP gemacht werden, aber es ist natürlich unheimlich auch belastend, ne? Wenn da immer wieder Operationen ganz einfach eben kommen. Diese Fisteln können durchaus gerade auch im Analbereich Erstsymptom sein, war auch in der Prüfungsfrage mal eine richtige Antwort. Und was man auch immer bedenken sollte, wenn sich Fisteln bilden zwischen Dünndarm und Dickdarm, ihr habt im Dünndarm eine völlig andere Keimbesiedlung als im Dickdarm.
Ne? Von der Anzahl her, der Dünndarm ist auch dünner besiedelt als der Dickdarm. Und es herrschen auch andere Bakterien vor als im Dickdarm. Und wenn dann da irgendwelche Fisteln sind, dann kommt es eben häufig zu einer sehr ausgeprägten Dysbiose, die auch nicht mal so schnell mit ein paar Darmkeimen wieder reguliert ist. Gerade durch die Fisteln gibt es immer wieder bei Crohn-Patientinnen, nicht nur deshalb, auch Mangelerscheinungen etc., auch psychische Belastungen muss man natürlich auch mit einkalkulieren, gibt es immer wieder Probleme auch mit der Fruchtbarkeit, ne? Und auch in den Schwangerschaften geht es den Frauen häufig nicht so gut. Es gibt ja so einige, zum Beispiel Autoimmunerkrankungen. Bei MS erlebe ich das immer wieder, dass es denen in den Schwangerschaften prima geht und danach kommt der Schub. Bei Crohn ist es leider Gottes nicht so. Solche Fisteln, die können operativ behandelt werden. Teilweise gibt es aber auch so Medikamente, mit denen man so quasi versucht, die auszutrocknen. Hier mal eine kleine Übersicht über so Mangelerscheinungen bei CED. Muss ich gestehen, die habe ich schon vor 8 oder 9 Jahren mal geschrieben aus verschiedenen Studien zusammen. Deshalb hier auch die unterschiedlichen, sehr unterschiedlichen Angaben, zum Beispiel Morbus Crohn-Eiweißmangel 25-80%, weil ich ganz einfach mehrere Studien dazu angeschaut habe, was da so das Spektrum ist. Im Großen und Ganzen hat sich dabei nichts verändert, deshalb habe ich mir die Folie aus dem alten Skript heute von mir geklaut. Und da sehen wir mal, was der Crohn alles für Mangelerscheinungen hat. Viele denken immer so an den Vitamin B12-Mangel, der auch ganz alltäglich bei Crohn-Leuten ist, die nicht irgendwie parenteral da substituiert werden, weil eben so häufig das terminale Ileum betroffen ist. Und wir resorbieren ja das Vitamin B12 mithilfe des Intrinsic Factors, der aus dem Magen kommt, also von den Belegzellen, unten im terminalen Ileum. Wenn das also immer entzündet ist, ja, wie willst du das dann resorbieren? Und deshalb ist es auch wichtig, dass die eben gespritzt werden. Das wissen die Leute, aber in der Regel auch. Aber es dauert natürlich auch immer, bis mal so ein Vitamin B12-Mangel apparent wird, weil die Leber eben auch schon Speicher angelegt hat, der auch Monate oder auch mal 1, 2, 3 Jahre oder so etwas das übertünchen kann. Und da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, weil man gerade in der Heilpraktiker-Prüfungsvorbereitung den B12-Mangel meistens unter dem Thema Anämie eben bespricht, bevor wirklich ein Vitamin B12-Mangel zu einer manifesten Anämie oder Thrombozytopenie oder Leukopenie führt, da ist lange schon das Nervensystem mit beeinträchtigt. Auch da gibt es zahlreiche Untersuchungen, die zeigen, auch wenn die Spiegel teilweise im Blut noch gut sind, dass wirklich das Nervensystem, insbesondere das Gehirn, schon vorher viele Symptome zeigt. Wenn man einen extremen Vitamin B12-Mangel hat, dann kann das bis zu einer funikulären Myelose gehen. Das könnte man quasi so ein bisschen wie mit einer MS vergleichen, weil es wirklich Entmarkungsherde dann auch gibt, mit Lähmungserscheinung etc. Also B12 ist ein Muss und mir fällt auch immer wieder auf, zum Beispiel wenn die Leute gerade gespritzt sind, dass sich bei vielen häufig gleich auch die Darmperistaltik wieder beruhigt. Aber schauen wir mal die anderen Sachen an, was denen so fehlt. Und es ist natürlich eben auch wichtig, darauf zu achten, dass die Leute das haben. Morbus-Crohn-Leute haben meistens einen massiven Eiweißmangel. Und wenn man sich mal darüber Gedanken macht, wofür Eiweiße wichtig sind, ne, was aus Eiweißen alles gebaut wird, an Strukturen, dass Eiweiße wichtig sind, um Immunreaktionen richtig zu machen, dass Eiweiße richtig wichtig sind für koloidosmotischer Druck, für Transportfunktion etc., dann ist das teilweise wirklich eben auch eine Katastrophe. Man muss dazu aber auch sagen, wenn man sich mal Ernährungsumfragen unter Leuten mit CED anschaut, gerade beim Crohn, dass der Morbus Crohn, der durchschnittliche Morbus Crohn-Patient, da möchte ich keinem irgendwie jetzt was unterstellen, aber der durchschnittliche Morbus Crohn-Patient sich wesentlich schlechter ernährt als der Otto-Normalbürger. Ja, es gab ein paar riesengroße Umfragen, anonyme Umfragen unter Crohn-Patienten und dabei kam also raus, dass sie überproportional viel Süßigkeiten, Chips, Mayonnaise, frittierte Sachen, fettiges Fleisch und sowas zu sich nehmen. Wenig so Sachen, die protektiv eigentlich beim Crohn gelten, wie zum Beispiel Joghurt oder wie zum Beispiel Nüsse und Samen und sowas. Das wird weniger konsumiert. Also von daher gerade auch der Eiweißmangel etwas, was man im Auge behalten sollte. Und auch Eisenmangel ist relativ häufig beim Morbus Crohn.
Dann Folsäuremangel, obwohl man da sagen muss, die Deutschen sind sowieso nicht so optimal mit der Folsäure versorgt. Also Deutschland ist jetzt nicht das schwere Folsäuremangelland, aber Folsäure, Vitamin B9, kommt eben vornehmlich im grünen Blattgemüse vor und ist wahnsinnig empfindlich, was Lagerung, Erhitzen etc. Eben betrifft, sodass wirklich die Verluste bis zu 70% durch falsche Lagerung und stundenlanges Kochen zum Beispiel eben auch betragen können. Daher viele Leute könnten ein bisschen mehr Folsäure vertragen, nicht nur Leute, die schwanger werden wollen. Und Kronenleute brauchen es sowieso. Vitamin D gab es auch ein paar Untersuchungen, da kamen immer unterschiedliche Sachen raus, aber vielen fehlt es. Aber auch ein wichtiger Punkt ist Zink. Hat man das neulich noch im Kurs irgendwie mit der, davon Immunsystem und Zähne und alles Mögliche. Haut, Haare, nicht Zähne, Haut, Haare wollte ich gerade sagen, spielt es eine Rolle. Und auch Magnesiummangel ist relativ häufig noch bei Crohn zu finden. Das gleich mal im Vergleich mit der Colitis ulcerosa, wo man sich ja klar machen muss, die ist ja im Kolon bzw. im Rektum. Also nicht mehr im Dünndarm, wo wir die Nährstoffe reservieren. Das heißt, bei der Colitis, da steht glasklar der Eisenmangel vorne, weil bei denen blutet es eben immer. Ne? Die verlieren das immer. Es gibt zum Beispiel Colitis-Leute, wenn die einen Schub haben, dann sagen die, ich könnte schlachten. Ne? Oder ich könnte mich irgendwie jetzt auf das Rind stürzen und könnte das bei lebendigem Leibe auffressen, hat mein Patient zu mir gesagt. Ne? Dann kriege ich so die Schlachtlust. Ne? Hey, Annette guckt, wie viele Folien ich gemacht habe. Okay, ich bin um 10. Ich bin nicht früher fertig. Und also da muss immer geguckt werden, dass sie wirklich auch genug Eisen haben. Genauso fehlt den Colitis-Leuten Eiweiß, B12 relativ selten, Folsäure, das ist so, würde ich jetzt mal sagen, Bundesdurchschnitt und auch Vitamin D. Aber wir sehen eindeutig bei Morbus Crohn, dadurch, dass es im Dünndarm lokalisiert ist, ganz viele Mangelerscheinungen und da sollte man natürlich warten, nicht darauf warten, dass die kommen, sondern rechtzeitig dafür sorgen und vielleicht auch gucken, dass die Ernährung ein bisschen besser wird. Also da gibt es sehr häufig bei Crohn-Leuten massiv viel zu verbessern. Hier, unten drunter ist eigentlich die Quellenangabe. Warum steht da jetzt die Quellenangabe nicht mehr? Sonst suche ich das mal kurz raus. Nee, habe ich gerade nicht offen, kann ich euch nachher geben, von wem die Quellenangabe ist. Steht, glaube ich, hinten dran. Aber hier seht ihr das ganz einfach mal, so ein Krankheitsverlauf, ne? Wie immer mehr Strukturen entstehen, Fisteln, Operationen, immer mehr Strukturen. Das ist eben das, was verhindert werden muss. 80%, habe ich gerade schon gesagt, der Crohn-Leute müssen operiert werden. Und was wir da links sehen, ist ein Enterostoma, das heißt ein künstlicher Darmausgang. Ne? Viele Leute wehren sich dann auch so dagegen. Und das ist natürlich immer ein sehr zweischneidiges Schwert. Manche Leute sagen, aber es hat mir im Grunde auch das Leben gerettet, weil es mir seitdem wesentlich besser geht. Aber es ist gerade für jüngere Leute oder auch, auch wenn du älter bist oder sowas, ist es natürlich eine große Einschränkung. Die zweite große Gefahr, die immer wieder auftritt beim Crohn, ist, der Crohn ist wirklich so ein Kandidat irgendwann für den Ileus, weil einfach so viele Strukturen, Stenosierungen stattfinden und dann kann das sein, dass es wirklich irgendwann eben dicht ist. Was gibt es für extraintestinale Symptome? Und das müssen wir jetzt nicht nur auf den Crohn beziehen. Da können wir die eigentlich fast alle Dinge genauso auf die Colitis beziehen. Man muss aber sagen, dass der Crohn schon ein bisschen häufiger eben die extraintestinalen Symptome hat, mit Ausnahme so Lebergalle. Da ist die Colitis meistens eben ein bisschen vor. Was gibt es da? Zum Beispiel sehr häufig Entzündung der Mundschleimhaut. Ne? Dann auch mit so ganz, ganz vielen Aften. Und wer meine Afte hatte, weiß, das tut weh. Ja? Und dann magst du auch nicht mehr richtig essen. Dann magst du auch nicht mehr richtig reden, weil es einfach richtig, richtig weh tut. Den zweiten Punkt, den hatten wir schon angesprochen, die Gallensteine. Ja? Das kommt eben gerade beim Crohn vor, weil Gallensäureverlust über das terminale Ileum, wenn das nicht mehr da ist oder entzündet ist, eben entstehen kann und dann das Verhältnis von Cholesterin und Gallensäuren nicht mehr optimal ist. Dadurch eben auch Sklerosierungen in den Gallenwegen sind auch gefährdender, Gallengangskarzinome zu bekommen. Dadurch, dass Stenosierungen teilweise eben auch entstehen, gerade wenn es im unteren Bereich ist, Dr. Solidochus oder so etwas, kann es eben auch zum Rückstau in das Pankreas kommen.
so dass dann eine Pankreatitis auch mal entstehen kann. Die häufigste extraintestinale Manifestation allerdings beim Crohn sind die Arthritiden. Und das können alle möglichen Gelenke sein. Aber was auch häufiger vorkommt, ist eine Entzündung hinten am Iliosakralgelenk. Und da denkt man ja gerade auch an so eine andere Autoimmunerkrankung, nämlich den Morbus Bechterew, ne? Der ja auch ganz gerne mal Darmprobleme hat. Das sind vornehmlich Leute, die HLA-B27 positiv sind, die neigen mehr zu diesen Arthritiden. Und da ist was runtergeraten. Gesagt, Entschuldigung, ich habe es vorhin geschrieben. Sie bekommen auch häufiger eben so eine ankylosierende Spondylitis. Das heißt also, es gibt da schon so ein paar Querverbindungen auch mit dem Morbus Bechterew, ne, die auch noch nicht so ganz geklärt sind. Ja, und dann gibt es an der Haut eben gerne Crohn, Colitis, ein Erythema nodosum, also so eine Knotenrose, so eine Entzündung in der Subcutis, ne, was sehr gerne an der Tibiakante ist. Aber wir sehen hier ein großes Bild. Und dieses Bild, das sieht nicht gerade eben auch schön aus. Das ist das Pyoderma gangrenosum. Und man kann das auch Dermatitis ulcerosa nennen, kann man sich dann vielleicht sogar ein bisschen besser merken. Und das tut sehr, sehr, sehr weh. Das sind häufig sehr große Flächen, die da betroffen sind, wo es eben zu Ulcerationen kommt und wo wirklich Gewebe abstirbt. Also dass wirklich eine Gangräne dann eben auch entstehen kann. Und das kommt durch Autoimmunprozesse, die einfach nicht gestoppt werden, die einfach hier explodieren, hier eben auch zustande, muss zum Beispiel mit Glukokortikoiden dann auch behandelt werden. Sowas kommt auch bei anderen Autoimmunerkrankungen vor, zum Beispiel rheumatoide Arthritis oder so etwas, oder man kennt das auch bei manchen Bluterkrankungen, aber Morbus Crohn, Colitis ulcerosa hat das schon mal ganz gerne. Ne? Da sollte man vielleicht auch nochmal wissen, ich bin großer Jod-Fan, da darf nie Jod drauf, dann explodieren die Dinger sehr gerne. Ne? Dann, was bekommen die Kronleute noch gerne? Freundin von mir hat es neulich bekommen, Nierensteine. Das liegt am Oxalat. Ne? Man hat da ganz einfach ein kleines Problem im Darm, das Oxalat zurückzuholen. Und normalerweise wird die Oxalsäure verbindet sich mit dem Calcium. Ja, und dann wird das ausgeschieden, dann kriegst du das Kalzium nicht raus und dann gibt das ganz gerne hier Steine. Zum anderen, und auch das kennen wir zum Beispiel vom Bechterew, gibt es eine große Affinität zu Uvea, also zur mittleren Augenhaut, dass die sich entzünden kann an Uveitis oder Teile der Uvea, Iridocyclitis oder auch Iritis. So etwas kommt gerne wieder bei diesen HLA-B27-positiven Leuten vor. Also es hat der Crohn ganz gerne mal, die Colitis hat das ganz gerne, der Bechterew, ne, hat das ganz gerne, der Morbus Reiter hat das ganz gerne mal. Das sind eben häufig eben auch so systemische Erkrankungen, die zu so etwas führen. Die Anämie ganz klar, was vielen vielleicht nicht bekannt ist, ist, dass Crohn-Leute, auch Colitis-Leute, relativ häufig auch Thrombosen haben. Bei denen laufen einfach gewisse Mechanismen ein bisschen anders ab. Und dann steht hier Fatigue. Fatigue, da liest man immer so schnell drüber, aber wenn jemand ein Fatigue-Syndrom hat, ich rede nicht vom Chronic-Fatigue-Syndrom, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber Fatigue-Syndrom heißt einfach, ey, du bist fix und fertig, du bist müde. Und das ist nicht so, du legst dich mal 2 Stunden hin, ja, oder schläfst dich mal einen Tag aus und dann bist du wieder fit, du wachst auf und denkst, du hättest die Nacht durchgefeiert. Ne? Du bist fix und fertig. Das kennt man von vielen entzündlichen Erkrankungen, ne? Von vielen Autoimmunerkrankungen, von Krebserkrankungen und so etwas. Und das ist natürlich etwas, was das Leben noch wesentlich schwerer macht, weil du dich für alles 10-mal mehr gegen deinen inneren Schweinehund kämpfen musst, um irgendwie da auch in die Gänge zu kommen. Zudem sind psychische Störungen bei Crohn und Colitis relativ häufig, gerade Depressionen oder auch Angststörungen, man weiß auch bipolare Störungen und Schizophrenie kommen häufiger vor, sind hier häufiger vorhanden. Ja, es gibt aber auch andere Symptome, die sind vielleicht nicht so bekannt. Das sind zum Beispiel die Schlafstörungen. Die kommen auch bei der Colitis ulcerosa sehr gerne vor. Da gab es große Untersuchungen. Ich meine, es ist so, dass sowieso 30% der Deutschen unter Schlafstörungen leiden. Weil man hat sich einfach mal den Schlaf von den Leuten angeschaut. Ich meine, die rennen eben auch häufiger nachts auf die Toilette. Von daher ist der Schlaf sowieso schon durcheinander. Und sie kommen aber weniger in die REM-Phasen, also in die Rapid-Eye-Movement-Phasen, ne, wenn du Dinge verarbeitest, ne, wenn die Augen so hin und her flitzen. Man hat festgestellt, dass CED-Patienten
häufig im Schlaf auch mal mit der Sauerstoffsättigung runtergehen, so auf 90%, also so optimal 97 bis 100%. Das kann auch dem Otto-Normalbürger mal passieren, aber bei Colitis- und Crohn-Leuten passiert das wesentlich häufiger. Und da müsst ihr euch natürlich auch überlegen, das ist sicherlich auch ein Grund für so ein Fatigue-Syndrom, weil wenn dann Schlaf nicht erholsam ist, die sind auch mehr in den leichten Schlafphasen und weniger in den Tiefschlafphasen drin. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo man vielleicht mal als Heilpraktiker auch mal mit ansetzen kann, Schlafqualität verändern, ne, verbessern. Ob das jetzt was, was ich phytotherapeutisch ist, ob das Entspannungsverfahren sind, ob das Schlafhygiene ist, also damit fängt es auch ganz einfach an. Die müssen also wirklich auch gucken, dass ihre Schlafqualität optimiert wird, dann geht es den Leuten häufig auch besser, weil es ist ein Teufelskreis. Wenn der Schlaf schlecht wird, weniger Regeneration da ist, dann nimmt auch die Entzündungsaktivität zu. Wenn die Entzündungsaktivität zunimmt, dann wird der Schlaf wieder schlechter. Und dieser Teufelskreis, der muss eben durchbrochen werden. Und es gibt ja sowieso so ein bisschen so den Schlendrian, der bei vielen Leuten zum Beispiel auch mit reingekommen ist. Man nimmt dann Smartphone abends mit ans Bett oder abends wird noch Alkohol getrunken oder solche Geschichten, was die Schlafqualität mit beeinflusst. Da sollte der Crohn-Patient etwas strikter sein und wirklich also gucken, dass er das, was er wirklich eben verbessern kann, weil es wirkt sich direkt auf seine Entzündungsaktivität aus. Was auch vielen nicht bekannt ist, ist, dass gerade auch über Mangelerscheinungen so, da ist der Crohn häufiger betroffen. Osteoporose sehr, sehr häufig auftritt, auch häufig in früheren Jahren, teilweise bei Frauen auch schon vor der Menopause. Letztendlich sind da nachher 30% davon betroffen. Da sollte man also auch gegenwirken, auch gerade über Bewegung. Bewegung ist auch das Effektivste hier beim, unter anderem beim Fatigue-Syndrom. Gibt es auch ganz interessante Untersuchungen, ne, wie über auch Ausbau der Kondition und so, dass Fatigue sich bei den CED verändert. Beim Chronic Fatigue verändert sich es nicht so sehr. Die Colitis ulcerosa. Hier sehen wir mal ganz unterschiedliche Bilder. Links oben seht ihr eine richtig floride gerade, die blüht, ja. Und wenn wir nach unten gucken, sehen wir, das sieht eben, ja, bei der CU kommt auch relativ häufig Osteoporose vor. Sehen wir mal ganz andere Bilder. Ihr seht auch, dass das vielleicht für einen Gastroenterologen nicht immer so ganz eindeutig ist, weil es kann sehr unterschiedlich aussehen. Was wir hier unten rechts sehen, sind dann auch so Pseudopolypen, sind keine richtigen Polypen, die ins Darmlumen wirklich reinragen. Von der Symptomatik her, wir kennen das meiste schon. Da müssen wir jetzt aber kurz mal ein bisschen abgrenzen zum Crohn. Crohn, habe ich gesagt, hat häufig sehr uncharakteristisch Durchfälle, mal breich, mal flüssig, ne, eben nicht geformt. Hier haben wir das Charakteristikum, dass die Durchfälle blutig schleimig sind. Das kann man sich aber allgemein für eine Colitis merken, also nicht nur für eine Colitis ulcerosa, auch wenn du Schigellen oder Amöben oder sowas hast, eine Entzündung des Kolons, da hast du ganz viele schleimbildende Zellen, gut durchblutet, blutig und Schleim. Und es sind häufig gar nicht mal so voluminöse Durchfälle, das ist ja jetzt nicht irgendwie Fettunverträglichkeit oder so, die Leute essen dann meistens auch nicht mehr so viel, teilweise kommt dann nur noch Blut und Schleim raus. Häufig liest man so, ja, Crohn hat unter 6 Durchfälle und Colitis über 6. Also ich habe auch schon Crohn-Patienten mit 20, 30 erlebt, aber man kann es insgesamt sagen, tendenziell hat der Crohn weniger Durchfälle als die Colitis. Und bei der Colitis sind so 8 Durchfälle immer so ein Marker, auch dafür, wie extrem ist der Schub. Es gibt aber Leute, wenn die so richtig fulminanten Schub haben, die auch locker 40 Mal am Tag auf die Toilette rennen. Also der Darm dominiert da wirklich das Leben. Es geht dann auch wirklich darum, wenn das Haus verlassen wird, und häufig ist es eben auch so, viele, also CED-Leute leben häufiger allein als andere Leute und sie müssen zum Einkaufen weg. Es ist teilweise der Horror. Wo ist das nächste Klo? Ne, wenn du so etwas ganz einfach haust. Und man kann häufig, man ist einfach auf die Hilfe von anderen angewiesen, was natürlich auch kein schönes Gefühl ist, ne, weil allein schon das Einkaufen gehen und so weiter, das kann wirklich ganz schlimm sein. Ne? Und da muss man sich immer vorstellen, dass viele jüngere Leute einfach davon betroffen sind. Ne? Und das heißt nicht, dass man keine Empathie mit älteren Leuten haben sollte, aber gerade eben in einem Alter, wo man sich vielleicht mit ganz anderen Sachen auseinandersetzen sollte, fängt sowas an, wirklich das Leben zu dominieren. Dazu kommen dann teilweise unerträgliche Tenesmen, ne, bei der Stuhlentleerung und auch hier viele extraintestinale Symptome.
Die Komplikationen jetzt der Colitis ulcerosa, also beim Crohn sind es so die Mangelerscheinungen, ne? Die Stenosierung, die Fisteln, das Megakolon, nicht das Megakolon, das, die, was wollte ich gerade sagen, die, der Ileus, Entschuldigung, langer Tag gewesen. Beim einer Colitis, ob das eine Ulcerosa ist oder eine andere, ist immer die Gefahr eines toxischen Megakolons, dass es anfängt, sich auf einmal aufzublähen und dann kann das platzen. Ja, das kann perforieren und ihr wisst, was in einem Kolon drin ist und das will man nicht in der Bauchhöhle drin haben. Das heißt, es ist auch eine OP-Indikation. Hier im Hintergrund seht ihr ein rausoperiertes Kolon, was sich also richtig aufgebläht hat. Sowas kann teilweise dann auch relativ schnell eben entstehen. Und dann muss wirklich eben auch operiert werden. Das wird lebensgefährlich. Zum anderen verändert sich häufig der Dickdarm. Der Dickdarm hat ja die Haut drin, damit wir eben eine gute Peristaltik haben. Und die gehen mit der Zeit kaputt, sodass bei manchen Leuten wirklich der Darm aussieht wie so ein Fahrradschlauch. Ja, beim Crohn war es so der Gartenschlauch mit so Stenosierungen drin, hier so ein Fahrradschlauch. Und dann natürlich eben das Entartungsrisiko. Dabei ist eben dann immer so die Frage, ja, hat der Crohn kein erhöhtes Entartungsrisiko? Doch, der Crohn hat das auch, leider Gottes. Aber bei der Colitis ist es noch höher. Das kommt natürlich immer darauf an, wie stark ist die Entzündungsaktivität. Wenn das auch gut mit der Behandlung in den Griff bekommen wird, dann muss es sich nicht massiv erhöhen. Aber wenn jemand eine ausgedehnte, also wirklich eben auch über viele Bereiche ausgedehnte Colitis über 20 Jahre hat, dann steigt das Darmkrebsrisiko um etwa 10%. Und deshalb ist es immer wichtig, und da müsst ihr auch mit Patienten reden, weil viele wollen nicht zur Darmspiegelung. Ja, das ist wirklich, das wird der Gastroenterologe festhalten, aber häufig ist so die Frequenz alle 2 Jahre bei Hochrisikopatienten auch einmal im Jahr, dass einfach auch geguckt wird, weil Darmkrebs ist nichts in der Regel, was von heute auf morgen wächst, ne? So dass rechtzeitig auch mitbekommen wird und natürlich auch andere Veränderungen im Darm eben mitbekommen werden, also wenn da Stenosierungen oder sowas entstehen, bevor irgendwelche Komplikationen kommen. Ja, ansonsten, das andere ist klar, Tenesmen, extraintestinale Symptome und eben Anämie, da sollte man immer bei der Colitis dran denken. Huch, warum bin ich jetzt bin ich auf die letzte Folie, da wollte ich gar nicht hin. So, Moment, die habe ich nämlich eigentlich gar nicht mehr dick, da bin ich nicht mehr dazu. Die Differentialdiagnose überspringe ich mal, weil wir keine Zeit haben, ich überziehe nämlich doch schon wieder. Was ich euch jetzt vielleicht mal so ein bisschen mitgeben möchte, sind mal so ein paar Risikofaktoren und auch Dinge, die sich positiv darauf auswirken, was man vielleicht nicht so weiß. Es gibt inzwischen einen Wust wirklich von Studien, da ist in den letzten 10, 20 Jahren wahnsinnig viel geforscht worden. Das Blöde ist, dass meistens die Ergebnisse nicht so besonders schön sind. Dabei gab es zum Beispiel eine groß angelegte Studie, die eben das Verhältnis von CED zu Demenzen untersuchen wollte, wobei sich jetzt nicht auf eine bestimmte Demenzform nur festgelegt worden ist, aber hauptsächlich Alzheimer. Und dabei ist leider Gottes rausgekommen, ich glaube vorletzte Woche oder sowas ist die veröffentlicht worden, dass das Demenzrisiko tatsächlich um das 2,5-fache erhöht ist. Ähnlich sieht es bei Parkinson aus. Auch hier, und das ist alles noch nicht so genau verstanden, ne, da gibt es noch eine Menge Forschungsbedarf, ist es so, dass das Risiko sich tatsächlich erhöht. Meine arme Mutter, die hat gerade eine Borreliose und noch eine Herpeszoster noch dazu heute bekommen. Die hat aber keine CED. Aber die Crohn-Leute, die sind massiv wirklich eben gefährdet, auch einen Herpeszoster zu bekommen. Also da sollten wir gerade auch für Prüfungen vielleicht auch mal dran denken. Die Impfung, die inzwischen die es dagegen gibt. Bei der Colitis ulcerosa ist das Risiko auch erhöht, aber nicht ganz so hoch. Es liegt etwa bei 36%. Allerdings konnte dabei festgestellt werden, dass da nicht alle gleichmäßig betroffen sind. Man hat gemerkt, dass die Männer da die schlechtere Karte gezogen haben und eben auch jüngere Menschen. Danke, Nadine. So, eine Rolle dabei spielt aber natürlich auch, dass es eben Patienten gibt, die Glukokortikoide einnehmen müssen oder Immunsuppressiva einnehmen müssen und dann entsteht nun mal eben auch leichter ein Zoster.
Was ich vorhin schon erwähnt habe, ist, dass es eben häufig Komorbiditäten gibt mit psychischen Störungen. Das ist nichts Außergewöhnliches bei chronischen Erkrankungen, bei entzündlichen Erkrankungen, bei Erkrankungen mit autoimmunen Hintergrund. Das fängt bei Depressionen und Ängsten an und endet wirklich eben auch bei Schizophrenie und bipolaren Störungen. Das ist aber etwas, wovon Frauen mehr betroffen sind. Und es gab eine groß angelegte Untersuchung über so Sachen, wo man sich früher keine Gedanken gemacht hat. Aber das ist vielleicht in einem Therapeutengespräch auch mal ein Punkt, den man vielleicht mal ansprechen sollte. Man hat also festgestellt, dass die Leute, vor allem auch mit Morbus Crohn, doppelt so häufig unzufrieden mit ihrem Sexleben sind, nicht weil das irgendwie nicht klappt, aber häufig eben auch ja, Schamgefühle mit vorhanden sind. Da gibt es viele Faktoren. Ja, und dann leider Gottes noch eine schlechte Nachricht. Bei der Colitis ulcerosa, nicht bei Morbus Crohn, hat man jetzt herausgefunden, dass tatsächlich das Prostatakrebsrisiko gehörig ansteigt. Also nicht nur der Darmkrebs, sondern auch der Prostatakrebs kommt häufiger vor. Das Gleiche gilt für Parodontitis und Karies. Auch da muss man sich natürlich aber auch fragen, eine Parodontitis, ne, ist immer auch ein Stressfaktor fürs Immunsystem. Wo ist Huhn und wo ist Ei? Auch da gibt es noch Forschungsbedarf. Was man auch festgestellt hat, ist, dass es Wechselwirkungen gibt mit dem atopischen Ekzem. Also ist es so, dass Leute, die eine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben, häufiger am atopischen Ekzem erkranken. Wir haben ja auch andere Hautgeschichten gerade gesehen. Und andersherum ist es so, dass eben Leute, die ein atopisches Ekzem haben, auch häufiger an CEDs später erkranken. Wir sehen also, das sieht alles nicht so gut aus. Deshalb, ja, das mit dem Darmkrebs habe ich schon gesagt, dass der Morbus Crohn, dass der Morbus Crohn das auch hat. Es gibt noch etwas, was für die Praxis vielleicht nicht unwichtig ist. Es gab eine riesengroße Meta-Analyse, also hat man 65 Studien ausgewertet und hat sich angeschaut, ob es irgendwie jetzt Querverbindungen zwischen den CEDs gibt und der Zöliakie. Und was bei da rauskam, ist, wenn du eine Zöliakie hast, erkrankst du häufiger am Crohn oder Colitis. Und andersherum, wenn du eine Colitis oder vor allem auch einen Crohn hast, erkrankst du tatsächlich häufiger an Zöliakie. Was insofern wieder eine Relevanz haben kann, dass man, dass das relativ neue Forschungen eben auch, also Auswertungen auch sind und gerade bei Hausärzten oder so noch nicht unbedingt angekommen sind. Und dass es deshalb durchaus auch mal Sinn macht, mal nach einer Zöliakie zu gucken, gerade wenn dann persistierende Beschwerden eben da sind, dass man die eben nicht nur auf den Crohn oder auf eine Colitis eben schiebt, dass man vielleicht eventuell, also da auch mal Autoantikörper nimmt und dass man vielleicht auch mal ausprobiert. Ich bin jetzt kein allgemeiner Pauschalfan von glutenfreier Nahrung, aber ob es unter glutenfreier Nahrung dem Patienten vielleicht besser geht, das muss natürlich dann erstmal eine gewisse Zeit konsequent auch durchgezogen werden. Was ist jetzt aber mit Covid-19? Jeden Tag gibt es da Veröffentlichungen und leider Gottes ist die Datenlage verständlicherweise noch relativ dünn. Die neueste Veröffentlichung, ne, die jetzt 2 Tage her ist, die besagt, dass insgesamt die Inzidenz vergleichbar mit anderen Bevölkerungsgruppen scheint. Ja. Allerdings, wenn die Leute immunsupprimiert sind, ja, dann erhöht sich das Risiko. Oder wenn die Leute gerade akut in einem Schub sind oder sehr starke Begleiterkrankungen haben. Insgesamt, wenn die Leute aber keine Glukokortikoide nehmen, nicht im Schub sind, dann scheint es vergleichbar zu sein. Da gab es hier Auswertungen, allerdings nur bei 151 CED-Patienten, was jetzt nicht eine besonders große Fallzahl ist, wovon 40% also ins Krankenhaus mussten. Und da waren aber auch Leute mit dabei, die also in Schüben waren, da eben auch die Letalität erhöht war. Was sind sonstige Einflussfaktoren? Erstmal gute Nachricht links oben. Haustiere haben keinen negativen Einfluss auf eine CD. Haustiere sind super für die Seele. Konnte nirgendwo irgendwas gefunden werden, dass es da irgendwelche Tierhaare oder so irgendwas schlimmer machen. Also dürfen alle Hundis und Katzen und was weiß ich alles Mögliche haben. Das ist gut.
Aber es gibt eben Einflussfaktoren, die man teilweise auch ein bisschen mit beeinflussen kann. Das Geheimnis ist die Liebe, ganz genau. Ne? Und das habe ich auch schon gesagt, das ungesunde Essen. Und da muss ich auch immer wieder mit meinen Kronpatienten schimpfen. Ne? Da kriegst du einen Darm mit denen zusammen wunderbar hin, hörst monatelang nichts und dann rufen sie an. Das habe ich wirklich häufig schon gehabt. Ne? Ich möchte nicht pauschalisieren, aber ich habe es wirklich häufig gehabt. Da heißt es, jetzt spinnt der Darm wieder rum. Und dann fragt man, und? Was haben Sie gegessen? Ja, ich habe eine Currywurst gegessen. Eine Currywurst. Hm? Eine Currywurst. Naja, jetzt ein paar Mal. Ne? Oder ich bin bei McDonald's gewesen. Da muss man häufig mit den Leuten mal ein bisschen reden und sagen, hör mal zu, wenn du hast so einen tollen Körper, ja, und dieser Körper hat eine Schwachstelle. Ja, viele Körper haben irgendeine Schwachstelle. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Auto hast, bei dem der Motor oder so nicht richtig läuft, ne, dann wirst du den Motor auch nicht immer dreschen, sondern wirst du sagen, okay, dann muss ich nicht 220 fahren, 160 reicht auch. Ja, und genauso ist es hier ganz einfach mit dem Essen. Ja, da muss man mit denen reden. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist eine richtige Trotzreaktion. Ne? Warum funktioniert der blöde Darm nicht richtig? Und wenn es dann wieder geht, dann macht man das. Es ist ja verständlich erstmal. Aber da finde ich, ist in der Therapie auch immer wichtig, und das erlebe ich bei Crohn viel häufiger als bei Colitis, so diesen Ärger auf den Körper, auf diesen Darm, der nicht funktioniert, den mal so wegzunehmen und zu sagen, nee, dich pflege ich jetzt ganz einfach. Ne? Dich pflege ich und auf dich passe ich auf. Also habe ich sehr, sehr häufig erlebt. Natürlich nicht bei allen. Anderer Einflussfaktor, das ist mit Sicherheit keine Überraschung. COPD-Leute, ja, bekommen häufiger auch, wenn sie etwas älter sind, auf einmal eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Wir wissen, eine COPD ist eine Systemerkrankung, bei der zum Beispiel eben auch Entzündungsmediatoren zirkulieren. Sauerstoffversorgung nicht gut, dass Stoffwechsel durcheinander kommt. Das heißt also, auch hier gibt es eben Querverbindungen. Ja, und was ist mit den Getränken? Keine Überraschung mit Sicherheit, so Limos, Cola und so weiter erhöhen das Risiko. Tee, also gesunde Tees und so senken. Und jetzt kommt die große Frage, wie sieht es mit dem Kaffee aus? Kaffee hat keinen Effekt. Ne? Gab es viele Untersuchungen, ich bin ja absoluter Kaffee-Fan. Ne? Erstaunlicherweise auch beim Alkohol konnte kein negativer Effekt festgestellt werden. Ich meine, wenn du jetzt jeden Tag eine Flasche Korn trinkst oder so etwas, ja. Und dann gab es sogar Untersuchungen, ob Leitungswasser trinken beim Crohn schlecht ist. Nö. Hatte gute Effekte, ne? Also von daher dürfen Sie auch Leitungswasser nehmen. Eine interessante Untersuchung, die gelaufen ist, war der Einfluss der Antibabypille. Und dabei muss man sagen, dass die Antibabypille leider keinen guten Einfluss auf diese Erkrankung hat. Entzündungsaktivität steigern kann, Schubhäufigkeit steigern kann. Die gute Geschichte ist aber, nach Absetzen normalisiert sich das wieder. Also es scheint keine bleibenden Schäden oder sowas zu hinterlassen. Aber das ist natürlich auch nochmal wichtig, so etwas zu wissen. Und weil es eines von vielen kleinen Puzzlesteinchen ist. Wenn Leute den Appendix rausbekommen haben, dann steigt das Risiko, Morbus Crohn zu bekommen. Allerdings nicht, wenn man das als kleines Kind bekommen hat. Aber wenn es später kommt, es dauert dann ein paar Jahre, dann erhöht sich das Risiko auf Morbus Crohn. Aber das Risiko der Colitis ulcerosa wird in diesem Zusammenhang gesenkt. Tja, und was ist mit dem Rauchen? Ja, man sagt ja immer, aufhören zu rauchen. Rauchen ist schädlich, karzinogen und alles. Ja, und das Rauchen erhöht auch das Risiko, an Morbus Crohn zu erkranken. Schubhäufigkeit, Entzündungsaktivität, alles geht hoch. Aber erstaunlicherweise ist es so, dass das Rauchen in Bezug auf die Colitis ulcerosa protektiv wirkt. Ihr habt richtig gelesen. Als ich das vor ein paar Jahren das erste Mal gelesen habe, dachte ich, ich habe nicht richtig gelesen. Aber es ist tatsächlich so. Und es ist zum Beispiel so, dass Nichtraucher häufiger erkranken, dass Ex-Raucher häufiger erkranken, dass wenn die Leute aufhören zu rauchen, dass die Schübe heftiger werden. Da forscht man zurzeit gerade dran. Moment, was ist das da? Ja? Und es gibt zum Beispiel Leute, denen Nikotinpflaster auch helfen.
Da wird, wie gesagt, geforscht. Ich meine, ich würde jetzt keinem Colitis-Patienten sagen, fangen Sie an zu rauchen. Dann kriegt er andere Sachen. Aber finde ich erstmal eine erstaunliche Erkenntnis. Wir kommen fast zum Schluss. Hier möchte ich mal kurz nochmal darüber reden, was so an Diagnostik gemacht wird. Natürlich wird eine Sonografie gemacht und eine Endoskopie. Da sieht man zum Beispiel beim Morbus Crohn sehr häufig die sogenannten Schneckensporen. Das sind also so Ulzerationen, die wie sich so eine Landkarte dann aussehen. Man sieht häufig Aften eben auch im Darm drin oder auch das Pflastersteinrelief. Und bei Colitis ulcerosa, das, was ich vorhin auch gezeigt habe, solche Pseudopolypen. Dann wird in der Regel gerade auch beim Crohn eine Magenspiegelung gemacht, eine Histologie, teilweise auch ein MRT vom Dünndarm. Und was für uns vielleicht wieder interessant ist, außer dass Entzündungsparameter erhöht sind, dass das Calprotectin und das Lactoferrin, was viele Heilpraktiker zum Beispiel auch im Stuhl messen, bei Darmproblemen, dass das im Stuhl erhöht ist. Und auch da gibt es gerade eine ganz neue Untersuchung, dass also das Calprotectin quasi so der bessere Marker ist. Ne? Für diejenigen, die viel mit Darm arbeiten, sind das Begriffe. Und eben auch mehr mit dem Schweregrad tatsächlich eben der Colitis oder des Morbus Crohns hier korreliert. Was nehmen die Patienten für Medikamente ein? Also das, was die meisten einnehmen, ist das Mesalazin. Mesalazin ist ein Aminderivat der Salicylsäure. Wir kennen ja zum Beispiel auch Acetylsalicylsäure, also ASS, Aspirin oder so etwas. Da hat man, wissen wir, das nehmen zum Beispiel Rheumatiker ein, weil es entzündungshemmend ist. Und man hat vor Jahren schon festgestellt, dass Rheumatiker, die also NSAR einnehmen und gerade also ASS einnehmen, dass die deutlich seltener am Darmkrebs erkranken. Ja, und das heißt, man hat wenigstens positive Effekte von der Medikamentenannahme. Und das ist ja auch so, dass unter dem Mesalazin das Darmkrebsrisiko sich verringert. Dann, ja, ihr lest richtig, das Mutaflor, Escherichia coli, Stamnessel 1917. Darf Schleichwerbung machen, ich kriege kein Geld dafür. Meine absolute Lieblingsfirma bei Darmpräparaten, Firma Ardey Pharm. Das Mutaflor wird auch in der Schulmedizin häufig eingesetzt. Das sind verkapselte lebende Escherichia coli-Bakterien, gehören auch in den Darm rein, weil es diverse Studien gab, die das eben gleichwertig mit anderen Therapien gesetzt hat, wird häufig von den Kassen deshalb auch übernommen. Ja, ist ein Arzneimittel, ist kein Nahrungsergänzungsmittel. Und bin ich absoluter Fan davon, muss ich sagen. Wenn die Schübe dann stärker sind, dann werden eben auch Glukokortikoide gegeben. Inzwischen erlebt man aber häufig, dass Tumornekrosefaktorblocker gegeben werden. Habe ich ja vorhin eben auch gesagt, dass eben über die Makrophagen der Tumornekrosefaktor immer so getriggert wird. Und das sieht man mehr bei der Colitis ulcerosa, dass es eingesetzt wird. Könnte man jetzt viel über die Medikamente sagen, aber ich habe ja schon überzogen. Wenn gar nichts mehr geht, wird auch mal Methotrexat gegeben, das heißt ein Zytostatikum in einer niedrigeren Dosierung. Das kennt man ja bei Autoimmunerkrankungen, wird auch bei MS oder so etwas oder rheumatoide Arthritis eingesetzt. Im Kommen momentan so die Biologica. Und dann eben auch teilweise gewisse Antibiotika, wie zum Beispiel Metronidazol oder Ciprofloxacin, wenn die Leute dann Fisteln haben. Ja, und bei der Colitis ulcerosa arbeitet man inzwischen in der Schulmedizin teilweise mit dem Schweinepeitschenwurm. Das heißt, also wir hatten es zu Beginn davon, dass eben in Entwicklungsländern, wo Hygienestandards und parasitärer Befall, also Entwicklungsstandards, Hygienestandards niedriger sind, parasitärer Befall höher ist, dass so etwas sehr selten vorkommt. Und dieser Schweinepeitschenwurm, der ist nicht auf andere Menschen zu übertragen, stirbt, glaube ich, nach 2, 3 Wochen oder so etwas im Darm ab und hilft bei der Colitis ulcerosa in vielen Untersuchungen sehr deutlich gegen die Entzündung. Bei Morbus Crohn hat es noch nicht so gut funktioniert. Ja, was gibt es so naturheilkundlich? Da gibt es natürlich 100.000 Dinge, die da gemacht werden könnte. Ich möchte nur kurz ein paar Dinge hier ansprechen, die sich also wirklich lang auch bewährt haben. Und dazu gehört Myrrhe und der Weihrauch. Also man muss vielleicht mal in die katholische Kirche zum Beispiel auch gehen.
die also hier entzündungshemmend eben auch sind. Zum anderen Kurkuma. Kurkuma alleine gibt es keine Studie, die ich irgendwie gefunden hätte, die hier die Entzündungsaktivität runterfährt. Aber in der Kombination mit dem Mesalazin scheint es das so ein bisschen wie so ein Katalysator zu sein, das so zu verbessern. Dann eben, Annette hat gerade geschrieben, hier Heidelbeeren, ich habe Blaubeeren hingeschrieben, genau, unterschiedliche Bezeichnung. Da gibt es eben auch Inhaltsstoffe. Das weiß man oft, viele, dass für den Darm Blaubeeren gut sind, also kann man sich ja ins Joghurt oder sowas reinmachen. Wichtig auch die Omega-3 und mit schwarzem Fettpaar, genau, Carola. Und dann Omega-3-Fettsäuren, Lecithin und Darmsanierung. Man muss nur immer gerade bei diesen Geschichten aufpassen. Wie gesagt, die Darmbarriere, die ist nicht intakt. Ja, das heißt, nicht immer viel und 100.000 Keime auf einmal hilft viel. Ne, sowas kann auch mal zur Explosion der ganzen Geschichte führen. Da sollte man sich also noch ein bisschen eingehender damit befassen, weil, wie gesagt, also die Darmschleimhaut eben auch durchlässig ist und da muss man ganz einfach ein bisschen aufpassen und umprobieren. Ja, und jetzt habe ich schon ganz schnell geredet und habe trotzdem schon wieder 20 Minuten überzogen. Dachte ich, wäre um 15:15 fertig. Wurde immer schneller mit dem Reden. Ich hoffe, ihr habt euch heute Abend vielleicht ein bisschen da was rausziehen können, vielleicht auch mal ein paar Anregungen rausziehen können. Wenn ihr da Patienten habt und vielleicht sind euch die Erkrankungen ein bisschen näher gekommen. Das war so Ziel der ganzen Geschichte. Ja, und das nächste Mal mache ich ein kürzeres Skript. Nächsten Monat ist die liebe Annette mit dem Thema dran. Annette, ich weiß leider gerade nicht dein Thema, vielleicht kannst du es reinschreiben. Ich bin im Dezember wieder dran. Und da werden wir mal ein bisschen so medizinischen Mythen auf dem Zahn fühlen, ob die Sachen denn stimmen oder ob das Fake News sind. Ja, bleibt alle gesund. Ich hoffe, ihr wart ein bisschen abgelenkt von diesen schrecklichen Tagen, die es momentan gerade eben auch gibt. Ne, passt auf euch auf und bis bald. Phyto fürs Herz, wunderbar. Muss gleich mal meinen Krategus-Wein trinken.